Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Farmers Life. Und ja, wir sind hier letztes Mal angekommen. Und jetzt wollen wir noch ein paar Bellekes einsammeln, ne? Machen wir das doch einfach mal ganz geschmeidig. Den können wir auch wieder ausfahren. Ne? Holen uns mal nochmal 24 Heuballen und dann, wenn wir die da haben, können wir die auch direkt wegräumen. So. Hier, der Bau ist noch nicht steinreich genug. Der kann ruhig weitermachen hier. Er wird nicht reich, der durch die Steine. Sagen wir es so. Ich weiß, wovon ich spreche. So. Nehmen wir diesen Ball noch mit erstmal und dann fahren wir darüber. Mal eine schöne Linie hier. Ah, was heißt schön? Bisschen zackelig, aber halbwegs auf einer Linie. Next one. Ja, hier sind noch ein paar Ballen. Wir müssen, glaube ich, mindestens noch zweimal fahren. Also so wie das hier ausschaut, auf jeden Fall. So, 14 Stück haben wir. Ist ja schon mal über die Hälfte, ne? Ja, von Ackerbau hier. Jo, Monster hier, du sage mal, vertauschst du gerade irgendwie Tiere? Ich vertausche. Nee, verkaufst du gerade Tiere? Nee, du wolltest eigentlich welche kaufen, ne? Ja, ich habe welche im Trailer drin und habe dem Bauamt gesagt, ich habe hier ein großes Bedürfnis, das Bauamt zu beauftragen. Es geht um Leib und Wohl der Kühe. Wo denn? Ja, ich krieg sie nicht in meinen Stall eingeladen. Ach so. Weil das Problem Und ist, ich nicht, dass du gerade, du verkaufst irgendwie Tiere, weil irgendwie wird bei mir andauernd Geld aufs Konto gut geschrieben. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich meine, Geld auf dem Konto ist immer gut, aber. nee, also ich bin gerade am Heuballen sammeln, Jetzt also hatte ich gerade überlegt, nee, du wolltest ja eigentlich Tiere kaufen, nicht verkaufen. nee, also ich habe gekauft, das hat mich auch 9.300 Öcken gekostet. Nee, dann kann das von dir nicht sein, bei mir kommen immer wieder 23.000 Euro noch was überwiesen. Hey, Das hast du einen kann ja edlen nicht sein. Spender gefunden? Gib mal her, den kann ich auch gebrauchen. Ich weiß es nicht, nee, nachdem ich gerade meine Rechnung vom Bauhof gekriegt habe, habe ich eher ein tränendes Auge. Achso, ja, vielleicht heißt das eine Wiedergutschrift von dem. Ich weiß ja nicht. Ich glaube nicht. Ja, wird schon eine Richtigkeit haben. Irgendeiner wird dich schon melden, der mir aus Versehen Geld überwiesen hat. Ja, mein Gott. Erstmal behalten, bis er wieder haben will, ne? Genau. Gut, alles klar. Mehr wollte ich gar nicht. Alles klar. Also ich brauche Dann den guck Wagen noch mal. ein bisschen, ne? Weil du hast ja Jo, alles mitgekriegt. gut. Ich habe alle Tiere da. Ich brauche ihn aktuell nicht. Alles klar, weiß Bescheid. Jo. Jo, bis Ciao, denn. ciao. So, was ist hier los? Ja, er fährt wieder zurück. Gut, dann können wir auch weiterfahren. Dann können wir weg zwischen hier. Nee, aber so einen edlen Spender, den hätte ich auch wohl gerne. Wenn mir immer so 20, 23, 25.000 Euro da auf dem Konto bringt. Warum nicht? Ja. Ah. Das wird sich auf jeden Fall klären bei dem. Auf früher oder lang, irgendeiner will das Geld dann wieder haben. Alles klar. Einmal schön im Einsatz hier. Ei, ei, ei. Was war denn da? Da, wo ich jetzt wegkam, wo der hinfuhr, da war doch kein Unfall, nichts. Was war denn da los? Naja. Crazy, crazy Dinger. Geschehen hier.
Ich gucke lieber dreimal wegen dem Zug. Nicht, dass er kommt. Aber er kam nicht. Glück gehabt. So, ab zum Hof wieder. In den Teleskoplader geschwungen und die Ballen verladen. Was ist jetzt so der nächste Plan? Aha, wenn man vom Zug spricht, ne, dann ist er nicht weit weg, der Karma. Er kommt halt, der fährt hier sehr, sehr, sehr regelmäßig alle. Alle 10 Minuten oder so was fährt er hier durch, ne? Also, das ist schon ordentliche Zugverbindung hier. Das ist auch das einzige Gute hier. Ne? Also, Satellitenanlagen und sowas gibt's hier nicht. Hier kein GPS, nichts, ne. Aber Zugverbindung, hier haben sie ihn bekommen, ja. Ich bin ja froh, dass wir hier Telefon haben und so, ne? Dass wir das haben. Da bin ich ja schon froh drüber. Oh ja, was meint ihr, wenn wir kein Dings haben hier? Also kein Telefon haben. Oh, oh, oh. Oder Funk. Und zum Glück haben wir das ja. Also da wäre. Ach ne, da könnte ich hier nicht nehmen. Da hätte ich mich auch hier nicht breit gemacht. Ja, mit ohne GPS, ne, geht es noch, ist akzeptabel. Aber alles andere hätte ich nicht gemacht. So, da sind wir schon wieder an der Hofeinfahrt. Ich weiß auch gar nicht, warum meine Felder so weit weg sind. Und doch Felder rechts, links nehmen, die müssen wir uns einfach als nächstes hier kaufen. Damit die Wege kürzer sind. So, nachdem wir den langen Weg abgefahren sind, sind wir endlich auch auf dem Hof angelangt. So, dann fahren wir mal schön in eine Runde, dann können wir die Ballen da vorne wieder ablegen. Überlegt, unser großer Trecker hat schon 8-7 Stunden geackert, wird bzw. hin und her gefahren von A nach B. Ne? Das ist auch schon eine gute Leistung, würde ich sagen. So, den laden wir hier einmal ab. Dann haben wir schön zwei Mieten, die wir gleich hier verteilen können. Oder wegstecken können. So, abladen bitte. Schick, das sieht doch sehr nice aus. Gut, wir haben den Trecker hier schick wieder an der Seite. Und dann haben wir uns mal den Dings, den Teleskoplader. Sieht hier vorne, glaube ich, sowieso noch ein bisschen im Weg für die Tiere. Müssen wir mal gucken, wie wir damit klarkommen. Apropos im Weg stehen, bin ich mir selber ein bisschen im Weg mit dem Trecker. So, hier fahren wir, kommen wir durch. Ja, perfekt. Machen wir mal eben schnell das Türchen hier vorne auf, ne? Ich habe so gedacht, dass wir hier so auf jeden Fall die Ballen schon mal reinlagern können. Und da können wir auch was reinlagern zur Not. Ne, da werden wir erstmal lagern. Da auf dem Sumpf nicht so. Das ist nicht so förderlich. Ne? Wollen ja nicht die ganze Zeit da alles blockieren.
So, dann versuchen wir auch immer drei sofort zu nehmen. Eine schicke Zahl, wenn das dann auch liegen bleiben würde. Mal einmal von außen gucken, ob das dann auch alles so passt. Ja, bleibt mal liegen da oben. So, schaukelt. Ganz gut hin und her, ne? Da war die Wand schon. Die Tür brauchen wir auch nicht, die können wir einfach zustellen. Ne? Brauchen wir gar nicht so. Aber wir lassen noch einen kleinen Gang hier, dass wir einmal durchgehen können. So. Wo können wir das hier hinstellen? Ein paar rein. Ein paar Dinger können wir hier hinpflastern. Können sogar so herausfallen, ist ja wahr. Ist ja sagenhaft. Das Ding ist ja gelenkig. Hätte ich nicht gedacht. So, dann die nächsten drei. Ja. Immer schön gucken, dass wir so Dreiecke kriegen. Glaube ich gar nicht mal so schlecht, wenn wir damit so fahren. Dann wäre das ein bisschen effektiver. So, schön nebeneinander, dann können wir gleich auch zur Not auch einen in der Mitte, weil wir legen den oben etwas rüber, also einen rüber, machen wir auch, damit das hier so ein bisschen besser gestapelt ist, oder besser gestapelt werden kann noch, passt ja auch mehr rein, wenn wir jetzt so rüber packen, machen wir ein Stück vor wieder, genau, na, die Physik will das nicht. Der Ball in den liegen bleibt. So, jetzt vielleicht? Ja. Und tacken vor. Und nochmal rein und nochmal ein kleines Stück vor. Ja, so sieht es ganz gut aus. So. Machen wir hier auch die Tür los, damit man zur Not nochmal da rausfahren kann. Damit man nicht immer gegen die Wände fährt, ne? So. Wir hätten ja auch mit der linken anfangen können, mit der linken Reihe. Aber man ist im Nachhinein immer schlauer, ne? Einen kleinen Hoflader müsste ich auch noch, glaube ich, holen. Dann kriegt man die Ballen auch besser hier noch gleich rein. Weil der Teleskoplader hier, der ist schon groß hier für Gebäude. Also kleinen Hoflader, da könnte man da auch gut die Ballen hier stapeln. So, da können wir gleich zwei einmal drüber setzen. Können wir auch mal gerne jetzt so halbwegs sofort machen. Oder wir können mal so einen Dreierturm reinsetzen. Das geht. Machen wir auch den Dreierturm direkt rein.
So. Müsste doch da jetzt so dazwischen passen schon. Geräusche. Da kommt jemand mit dem Truck hier an. Wir fahren das vielleicht doch. Wo saust du denn rum hier? Ah, da ist er. Dann wollen wir mal eben dahin gehen. Ja, hallo. Ja, moin. Ich muss mal ganz kurz vorbeikommen für eine Befragung. Ja. Geht auch ganz schnell. Das klar. Und zwar habe ich nur eine Frage, darauf baut sich der Rest auf. Hat Sie, der Herr Morgenstern, am heutigen Tage irgendwo mal versucht zu erreichen, telefonisch? Ja, vor ein paar Minütchen. Okay, und hatte er Fragen oder... Also, ja, er hatte eine Frage, ob ich irgendwie Tiere verkaufe, weil ich ja seinen Anhänger hier habe und die dann bei ihm gut geschrieben wird vom Viehhandel. Ja. Dass da vielleicht falsch irgendwo was berechnet ist. Ich sage, ne, ich bin am Ballen sammeln. Weil die Tiere sind ja davon noch in Notlage, so ungefähr. Okay. Er hat quasi, wenn ich das jetzt richtig verstehe, er hat Geld bezogen und wusste aber nicht woher. Genau. Okay. Wissen Sie, ob er da noch jemanden gefragt hat oder nur Sie? Ich habe ihm nur gesagt, er wird sich schon wohl der Besitzer des überwiesenen Geldes wohl melden, wenn er es wieder haben möchte. Also wird sich schon klären, habe ich wohl gesagt. Ja. Okay, gut, dann war es das jetzt von meiner Seite erstmal. Ja. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Ja, sind Sie denn gerade zufällig auch noch ein paar Minütchen Zeit wegen Bauernbesprechung was machen? Wegen der Notlage, also Tierwohl geht Ihnen ja auch eigentlich an zweiter Stelle, ne? Erstmal Menschenwohl und dann Tierwohl, oder? Okay, dann ganz schnell, weil ich wirklich weiter muss. Ja, komm mal mit ihm. Hm? Ich habe da so ein Problem, ich habe hier so 6 Kühe gekauft, die sitzen jetzt hier drinnen, ja? Hm. Und um in den Stall zu kommen hier, müssen die Tiere hier hinten rein, durch das Tor rein, ja? Sind sie jetzt hin? Ach, da. Wir müssen sie hier hinten durch. Das heißt, wir müssen bautechnisch hier irgendwas machen, dass ich hier mit einem Wagen vorfahren kann. Dass wir die Tiere da reinkriegen. Können Sie das mal aufmachen? Na klar. Da geht aber alles zu, ne? Nicht, dass Sie denken, Sie sind jetzt eingesperrt. Weil hier durchkomme ich mit dem Fahrzeug nicht so durchgefahren bis dahin. Da bleibe ich ja hier am Pfosten wieder hängen. Okay. Hier ist auch noch ein kleines Dörrchen, aber das ist zu schmal. Hast du nicht ganz, ne? Mhm. Ja, ich kriege den Trailer auch nicht durch die Fußgängertür. Okay, und wenn ich bis hierhin reicht nicht, dass die Kühe einen Weg finden. Die müssen quasi bis hier... Die müssen bis hier in diese Fläche kommen, hier, bis hier zum Tor. Okay. Haben Sie das schon ausprobiert? Ja, ich komme ja nicht hier rein. Da vorne ist ein Zaun, also wenn wir eben drüber sprechen. Nee, ich meine hier durch, rückwärts. Haben Sie das schon ausprobiert hier rum? Da brauche ich nicht versuchen, das ist so sehr eng, das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Also ich habe es nicht ausprobiert, muss ich dabei sagen. Ne? Ja gut, der ist sehr draußen lang. Doch länger, als er drinnen wirkte. Ja, okay. Vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, einen kleineren zu holen. Ne? Aber erstmal müssen die Tiere in Sicherheit kommen. Ja. Nö. Ja, gut. Wie gesagt, Sie haben ja keine Zeit, Sie müssen weg. Ne? Auch für die Hühner müssen ja auch hier hinten rum, die müssen hinten ins Gehege kommen. Ja. Ne? Ja. Und wenn wir hier ein Stück Zaun entfernen? Ja, wie gesagt, es muss halt eben beantragt werden, dass ich hier irgendwie rundfahren kann. Ne? Ja. Das wird ja funktionieren, wenn ich hier vorwärts hinfahre. Und dann rückwärts wieder raus. Ja, okay. Ja, ich merke mir es mal mit vor. Ne? Das gut. Ist nur zeitnah etwas, ne? Ja. Ja, gut. Gut. Alles klar. Sie müssen zum Termin, habe ich gehört. Ich auch. Richtig. Ne? Wir hören uns. Viel Spaß. Jo. Tschüss. So. Ich würde sagen,
Wir machen jetzt ganz, ganz schnell hier einen Folgenschuss. Wir haben ein bisschen überzogen, macht aber nichts. Wir können ja schlecht einfach abbrechen, das funktioniert nicht. Alles klar, ihr wisst Bescheid. Liken, kommentieren, abonnieren und die Glocke drücken. Und bis dahin, euer Da Capo und ciao, ciao.